Also wie gesagt, das wird, also nochmal zur Erklärung, ja. Ich werde mal hier derweil mich mal ein bisschen größer machen. So, wartet. Damit ihr ja jeden Pickel seht. So, auf jeden Fall, Maurice ist müde. Jo. Also auf jeden Fall wird es so sein. Also ich habe ja durch Loot-Chest, also meinen neuen Sponsor, habe ich die Möglichkeit, dass ich jeden Monat ein T-Shirt verlosen kann aus dem 8bitshop.de. Am Anfang war das halt abgemacht gewesen, dass ich mir ein T-Shirt aussuchen kann und dass ihr dann quasi gewinnen könnt. Letztendlich haben wir aber uns so entschieden, dass der Gewinner sich quasi ein T-Shirt aussuchen kann aus dem Shop, mir dann Bescheid sagt und der bekommt das dann zugeschickt. So ist dann halt besser auch wegen Größen und so weiter und so fort. Und ja, ich habe halt die Möglichkeit, das jetzt jeden Monat zu machen. Das heißt, heute quasi als kleines Weihnachtsgeschenk für euch und dann nächsten Monat zu meinem Geburtstagsgewinnspiel und ja, dann anschließend wahrscheinlich ab Februar, meistens immer so Mitte des Monats rum, muss ich halt gucken, je nachdem. Auf jeden Fall wird es jetzt regelmäßig gehen, solange bis dann halt mein Sponsor sagt, nö, kein Bock mehr. So, ich hoffe mal, dass die alle, die jetzt für Ja gestimmt haben, auch schon mal geguckt haben, für was von T-Shirts die sich interessieren. Denn ich würde es gerne mal selber wissen und würde mir das mal anschauen. Egal welches T-Shirt, ihr könnt also quasi, wenn ihr auf dem Shop seid, also 8bitshop.de, könnt ihr bei der Kategorie T-Shirt euch irgendein T-Shirt aussuchen, egal was es für eins ist. Das ist halt das Schöne daran. Also vorher war halt abgemacht, dass ich euch eins aussuchen soll, aber das fand ich jetzt nicht ganz so toll und letztendlich haben wir uns dann halt entschieden, dass ihr euch selber eins aussuchen sollt, mir dann Bescheid gebt wegen Adresse und so weiter und so fort und das T-Shirt euch dann zugeschickt wird. Und der Gewinner muss dann auf jeden Fall mir dann Bescheid geben, was für ein T-Shirt ist, weil das würde ich dann auch gerne mal im Stream zeigen, was quasi ausgesucht wurde. Und irgendwie, ganz ehrlich, kommt da der Hintergrund gerade richtig cool. So interaktiv aus Gras. Ich sitze so direkt im Gras drinne. So, dann würde ich einfach mal sagen, tu mir das Gewinnspiel auslosen. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie ich das mache. So. Achso, nee, das geht ja so leider nicht. Da muss ich jetzt, wartet mal. Machen wir Fensteraufnahme. Dashboard. Okay. Dann machen wir aber nur den Auswahl. Ausschnitt. Ausschnitt auswählen. So, ich hoffe mal, dass es das dann so geht, dass ihr das dann seht. Okay. So, geht das so? Ja, ne? Ich hoffe es. So, ich beende hiermit das Gewinnspiel. Der erste Part des Gewinnspiels. Ich mache das mal ein bisschen größer. So, und mache das mal runter. Reihenfolge. Ganz nach unten und dann muss ich wieder eins hoch. Ne, zwei hoch. Nach oben. Nach oben. Jetzt ist das. Hallo. Ey, ich wollte nicht ganz nach oben machen. Ich wollte bis zwei höher. Nach oben. Nach oben. Yay, ich hab's geschafft. So. Okay. Jetzt muss man ja auch so. So, okay. Also, sieben Leute möchten gerne so ein T-Shirt gewinnen. Und dann würden wir mal sagen, bestimmen wir mal den ersten Gewinner. Beziehungsweise, wie gesagt, also der muss jetzt auch da sein, weil ich brauche halt die ganzen Daten und so, ne? Also nicht wundern. So, auf geht's! Gewonnen hat! Maurice! Woo! Das ist jetzt quasi dein Weihnachtsgeschenk von mir. Aber ich sag mal so, es werden auf jeden Fall noch etliche andere Gewinner geben. Weil es gibt's ja jeden Monat. Und ich habe auch schon mal gesagt gehabt, dass
Es wäre schön, wenn jetzt zum Beispiel heute jetzt der und der gewonnen hat und dass er dann halt nächsten Monat nicht mitmacht, weil das ist ja dann auch unfair den anderen gegenüber, wenn er dann halt immer wieder gewinnt, ne? So, auf jeden Fall, Maurice, was hast du dir für eins ausgesucht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Kann ich jetzt gleich mal gucken hier. Okay, warte. Achso, jetzt muss ich mal meine Grimasse wieder kleiner machen. So, ich gucke jetzt mal selber. Darth Vader. Guck mal einfach mal bei Beliebtheit. Okay, ich geb's auf. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall Schnicke. Okay, fein, fein, Maurice. Ich werde dich mal jetzt hier in Steam anschreiben, weil sonst sieht man ja das hier. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Glück mit dem T-Shirt. Ich kann es ja noch nicht genau sagen, ja, wann es bei dir ankommt. Beziehungsweise hoffe ich auch mal, dass sie das auch nach Luxemburg liefern. Ich hoffe es zumindest nicht, dass mein Sponsor direkt sagt, Alter, abhauen. Das wäre natürlich echt mega mies, wenn das der Fall sein würde. Aber das werde ich ja dann erfahren. Wenn die jetzt sagen, nee, pardon, leider nur nach Deutschland, dann muss ich das zu mir schicken lassen und dann würde ich dir das dann irgendwann mal geben, wenn wir uns dann sehen. Aber mal gucken. Wie gesagt, da habe ich keinen Einfluss. Da habe ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht vorher überlegt und gar nicht mit denen irgendwie jetzt groß was ausgetanzt. Wenn nicht, dann kann ich dir auch die deutsche Adresse geben. Okay. Gar nicht wahr, Maurice. So, okay.